So, hi Leute, heute melde ich mich oben vom Fischweiher, Forellenteich, der ist abgelassen, Forellen sind alle abgefischt und heute wollte ich euch was zeigen und zwar ein Messer von Helle aus Norwegen, aus Holmedal in Norwegen und zwar haben wir hier mit dabei, kommt in so einer schönen runden Verpackung, wie alle Helle Messer. Und da mit drinnen ist einmal hier so eine Beschreibung. Ein Putztuch ist bei jedem Helle Messer mit dabei, aber das brauchen wir jetzt nicht. Uns geht es ums Messer. Hier haben wir jetzt das Helle Volkekniffen, also übersetzt das Volksmesser. Kommt in einer einfachen hellbraunen Lederscheide mit hier so ein bisschen so einem Muster drinnen. Ich würde das jetzt nicht so, das kann man auch schon schön direkt am Gürtel tragen, weil das Messer hier ziemlich mit der Schlaufe abschließt. Aber ich trage, wie ihr wisst, meine Messer trotzdem lieber am Dengler. Jetzt holen wir mal das Ganze raus. Das ist ein schönes kleines Messer. Also hier nochmal vom Namen, die Lederscheide. Messer steckt hier schön drinnen. Ne, kann man auch nicht verlieren so leicht. Steckt schön drinnen. Messer Helle Volkekniffen. Klingenlänge haben wir hier 8,8 cm. Also nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz. Schön eigentlich eine Arbeitsgröße. Klingenhöhe haben wir 2,4 cm. Grifflänge ist 11,2 cm. Somit kommen wir auf eine Gesamtlänge von 20 cm von dem Messer. Und Gewicht sind wir bei leichten 87 Gramm. Der Griff ist aus schönem Birkenholz und wie bei Helle normal ist, also bei den meisten ist es ein Steckerl. Also es ist nicht betonen und hier hinten draufschlagen. Ne, das tut den Griff nicht gut. Ich würde sowieso nicht auf den Griff schlagen. Die Klinge ist aufpoliert und hat einen leichten Droppoint, also nach hinten, nach vorne ein bisschen abfallend. Und einen Scandi-Schliff haben wir hier bei dem Ganzen. Ich habe Handschuhgröße 8. Liegt bei mir schön satt in der Hand. Ne? Sieht man, kann man schön hier Druck ausüben. Schönes kleines Messer für so die alltäglichen Arbeiten. Geschliffen ist das Ding auf 18 Grad, Scandi angeschliffen und ist mit ca. 60 Rockwell gehärtet. Ist aus 12C27 Sandvik-Stahl, also nicht wie bei Helle, bei den meisten Messern der Helle 3 Lagen-Stahl, sondern wir haben hier den schwedischen 12C27, also ein sehr rostträger Stahl. Der Klingenrücken ist jetzt nicht allzu scharf, der ist ein bisschen abgerundet. Feuerstahl können wir ja mal schauen, ob das funktioniert. Legen wir mal kurz den Feuerstahl hier auf. Ja, funktioniert. Aber eher bedingt. Funktioniert eher bedingt. Also der Klingenrücken ist jetzt nicht so gemacht dafür. Ne? Aber man wird es hinbekommen, wenn man es unbedingt möchte. Preislich liegt das Messer so bei, ja, es lag immer um die 69,95, aber mittlerweile durch die ganzen Krisen sind wir, glaube ich, bei 80 Euro bei dem Messer. Aber auch 80 Euro für ein Messer made in Norwegen, kann man nicht sagen. Ist ein richtig schöner Handschmeichler. Ich mag es, weil es hier etwas bauchig ist. Das passt sich hier schön in die Hand hinein. Zum Aufbrechen könnte ich mir das Ding auch richtig gut vorstellen, weil wir nicht so eine lange Klinge haben. Ne? Also ist richtig schönes Messer. Scheide, schönes braunes Leder. Jawohl, das Helle Volkekniffen, Volksmesser. Schönes Messer. Schau mal, wie es am Gürtel aussieht. Wir müssen dann noch ein bisschen in den Wald dann gehen und müssen uns dann noch mal die Bäume anschauen, was da jetzt dann noch rausgehört. So, also hier am Dengler. Schön. Wenn wir das Ganze jetzt ohne Dengler am Gürtel tragen würden, würde das ganze Ding hier oben sitzen.
würde uns jetzt auch nicht hier in die Seite hineinstechen, also es würde jetzt auch nicht so arg stören. Aber wie gesagt, ich mag es lieber am Dengler, da hängt das ganze Ding ein bisschen freier, ich kann mich schön hinsetzen. Ganz genau, jetzt mache ich bloß wieder mein anderes Messer dran, weil Ordnung muss sein. So, bei dem schönen Sonnenwetter, Herr Erdmann ist mit dabei. Ne? Erdmann, komm mal her, na komm mal her, na komm mal her, na hopp, na hopp, na komm mal her. Zeig er mal. Ne, sag du auch mal Hallo. Sag mal da Hallo zu denen. Ja, wer ist da alles? Also, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns. Ganz wichtig, vom 20. bis zum 22. Oktober ist der Laden zu. Da trefft ihr den Tobi nicht an und auch keine andere Person, auch keinen Herrn Erdmann, weil da sind wir auf Hochzeit. Also, einen schönen Tag noch. Ciao, Leute. Bis bald.